Suon, 45 km/h, ein Elektromoped, wiegt leer, ohne Batterien, gerade mal 40 Kilo. Und das heißt, man könnte es mit dem einmal Vorderrad drauf, einmal Hinterrad drauf, sogar ohne Rampe aufs Wohnmobil kriegen. Und es sieht total genial aus. Ja, kostet so roundabout 4,5 mit der Steuer und hat ein Versicherungskennzeichen. Das heißt, es ist in Deutschland zugelassen, als Kleinkraftrad, nehme ich an, heißt das. Mit dem normalen Pkw-Führerschein fahren darf. Ja, das ist die Suron, ist der Hersteller, und das ist die Lightbee, die L1E, so wird sie genannt. Es wird auch noch die Stormbee geben, aber die hat unglaubliche 30 PS. Also hier reden wir von 2 Kilowatt. So, und das ist also gedacht für kurze Distanzen bis zu 50, 60 Kilometer. Wenn man natürlich keine 45 fährt, sondern nur 30, kommt man auch viel weiter. Denn das hat mir alles hier der Janosch erklärt. Ich grüße dich, Janosch. Hallo Sven. Hi. Die ist unglaublich schick. Guck mal hier, die Reifen sehen fast aus wie Fahrradreifen, sind es aber nicht. Das sind spezielle Motorradreifen. Wenn du dich mal draufsetzt, du bist 1,67 Meter. Genau, 1,67 Meter. Passt alle Motorräder. Ich bin sozusagen ein Motorradmodel, weil über 1,70 sieht man immer blöd aus auf dem Moped. Full LED-Licht ist natürlich mit drin. Die werden in China gebaut. Da kommen uns fast alle her, muss man sagen. Die haben auch die meiste Erfahrung, was Elektromobilität im Moment angeht. Tacho, ne? Tacho, ja. Man hat hier Batteriestandsanzeige. Die steht jetzt auf 59%. So, er hat zwei große Batterien, hat er auch drin? Oder eine große. Genau, und dann hat man hier nochmal ein USB-Ladeteil für Navi. Handy, egal was. Sehr, sehr leicht, sehr klein. Ja, man würde denken, das ist so Mountainbike-mäßig. Es ist ein Ticken größer, also es ist schon wieder Motorrad. Ich kann ja mal ein Ründchen drehen. Dann sieht man, wie das vom Handling ist. Ich kann nicht mal hier umfahren. Ich versuche das einfach mal ganz, ganz knapp zu fahren. Also wenn ihr seht, ich kann ganz langsam schön dosieren. Ich kann hier um dich herumfahren. Ich versuche meine Acht um dich herum zu fahren. Und sie ist leise. Du hörst gar nichts. Aber sie ist auch gut und schnell. Krass. Der Janosch. Boah, die Power. Hat die Power. Den kompletten Film seht ihr auf dem YouTube-Kanal German Television. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.